Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein paar neue Meister aufgesucht. Hier und da eigentlich nur einen Kampf gemacht. Von irgendeinem random Typen. Was wollte ich jetzt sagen? Und wir haben einen Fortschrittstest gemacht, um mehr Meister freizuschalten. Hi. Und ja, wir machen jetzt weiter in der Story. Ich möchte diesen Tanz hier abbrechen. Ich kann mich da bewegen, geil. Und ja, wir machen eine Story weiter. Wir müssen jetzt so in der Cyborg-Saga ankommen. Geil, ne? Und ja, oder haben wir wieder die Wahl zwischen irgendwann. Übrigens, falls euch der Part doch gefällt, dann gibt doch mal einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder ein Abo, um den Kanal etwas weiter zu helfen. Das wäre sehr toll von euch. Ja, so gut. Rukaischin, warum auch immer du hier so heißt. Okay, ganz gleich, wie viele Korrekturen wir vornehmen, die Veränderungen in der Geschichte bestehen weiterhin. Da hast du zufällig Trunks gesehen, ich kann ihn nirgends finden. Du willst zur Zeitkammer, um dir die Veränderungen der Geschichte anzusehen, oder willst du lieber nach Trunks suchen? Okay, nach Trunks suchen, zur Zeitkammer gehen. Ne, such mal nach Trunks erstmal. Ich habe mich wohl versteckt, ich sollte wohl besser nach ihm suchen. Aber ich suche nach ihm, ne? So sieht er da aus. So, die Frage ist jetzt, hat er jetzt entschieden? Oh, okay. Hat er entschieden, wo wir als nächstes hinkommen? Verdammt. Oh, was ist mit den Grafiken auf einmal? Er hat noch beide Arme. Aber lass mich raten, er kämpft, als hätte er nur einen, ne? Ach, das ist vom Trailer, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht. Kam der Film eigentlich raus, bevor die Cyborg-Saga zu Ende war? Übrigens, das die emotionalste Szene von ganz Dragon Ball, finde ich. Trunks hat eine echt beschissene Geschichte. Und ich meine nicht, dass die beschissen ist. Ich meine nur, die Welt, aus der da kommt, ist beschissen. Oh, du bist jetzt was? Ah, ne, der hat gerade gesagt, ne? Gut, machen wir eben die Reihenfolge. Okay, wäre glaube ich auch besser, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Cyborg-Saga geht. Da wird jetzt wahrscheinlich in Cyborg-Saga dann die Zell-Saga eingeteilt werden, ne? Was soll's? Aber jetzt haben wir das Baby schon runterfallen lassen, jetzt können wir es direkt liegen lassen. Was? Ich hatte es im Mund. Machen wir nicht genau das gleiche? Wir müssen Son Gohan sterben lassen, ne? Ja, dann spielen wir jetzt eigentlich im Moment, nachdem er wieder zurückgekehrt ist aus der Vergangenheit, oder einfach nur jetzt hier. Ich nehme an, wir spielen jetzt einfach nur hier, was im Film passiert ist, ne? Die Geschichte von Trunks. Kann ja nicht so lange dauern, dann sind da nur C17, C18 und Son Gohan da. Ich weiß nicht, ob irgendwie eine jüngere Version von Trunks ausspielbar ist. Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Was? Ah,
Hi. Hoffnungskampf. Krieger Son Gohan. Wer bist denn du? Das werden wir nie erfahren. Habt ihr nicht gewusst, dass die Reihenfolge ist? Hätte ich natürlich erst als Erste genommen. Aber was soll's? Nein. Das ist aber nicht Son Goku, das ist Son Gohan. So, den machen wir aber locker fertig. Sehr gut. Oh, geht weiter. Oh, warte. Mein Glück habe ich jetzt wahrscheinlich auch die schwierigere Variante ja als erstes gespielt, ne? Hört mal auf, mich. Wie sieht es aber nicht so danach aus, der macht den fertig. Ich verarsche, ich mach den noch fertig. Ich kann noch Schaden nehmen, aber er nicht, weil seine Verarschung. Hi, Trunks. Ja, ist ein Super Saiyan, ja. Schon erledigt. Ich bin zu stark, glaube ich. Erwartet ab, gleich in den nächsten paar Kämpfen kriege ich auf die Fresse. Ich sehe doch. Von Son Gohan aus der Zukunft immer besser als den echten erwachsenen Son Gohan. もう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでご飯を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも。 Darum geht's ja gerade. Nein. Okay. Um fair zu bleiben, so, Trunks Zukunft ist sehr beschissen. Wie kann man die noch vermasseln? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, okay, später. Black Goku und so, aber das ist jetzt was anderes. Was ich heute wirklich gut gemacht. Ach so, ja, hat er schon gesagt.
本当に飛び出していっちゃうなんて。これで本当に歴史を変えるようなことを、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの余計辛いに決まってるのに。助かったわ。ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。巻物のチェックはわしらでやっておこう。しばらく Dreck. Also sind wir mit der Saga schon fertig jetzt? Dann fange ich ganz bestimmt nicht doch die andere Saga jetzt an. Schaffe ich dann nie im Leben. Geht dann viel länger. Ich sehe ja doch schon. So. So, Pech gehabt, aber in der Zeit, sondern muss eben seine Pflicht erfüllen. Die Sache, keine andere Wahl. Machst du dich bereit für den nächsten Job, wenn du soweit bist? Also wie jetzt? Muss ich eine Trophäe oder irgendwie sowas bekommen? Wenn, weiß ich nicht, wenn ich halt abgeschlossen hätte. Ach, was soll's, fangen wir jetzt an. Lass uns in die Zeitkammer gehen. So, gehen wir jetzt zur Cyborg-Saga rüber. Stimmt, ne? Oh, Kitaka. Konaida no Rekishi no Kaihen da ga no. Kanzen ni shusei dekite. Okay. Es geht noch mit der weiter, sehr gut. Ano toki arawareta Jinzou Ningen 16 gou ga taoshikire. Ah, verdammt. Konaida no Rekishi ni wa oran hazu. Mezame saseta no mo fukkatsu saseta no mo yahari to wa deshou ne. Kare mo mata kakujitsu ni tsuyoku natte iru wa. Ich glaube aber nicht, dass C16 irgendwie die gesamte Welt zerstört hätte, so wie C17 oder C18. Weil im Gegensatz zu denen mag er ja Natur. Also glaube ich nicht, dass der irgendwie die ganze Welt erledigt hätte. Ach, jetzt ist die Rückkehr von Trunks, ne? Trunks, der letzte Kämpfer. Gegen den normalen C16 hätte er locker gewinnen müssen. Aber jetzt der Verstärkte, das ist das Problem. Ja, der Mr. Satan mal im ersten, oh Gott, ja, Mr. Satan im ersten Teil so stark wie Cell oder Son Gohan gemacht. Also überraschend tut mich hier nichts mehr. Und okay, da kann man ja mehr ein. Was? Kacke, wir haben voll die verkorkste Reihenfolge genommen. Jetzt kommt ja noch Zell. Ja, was ist das denn für eine Zukunft? So, was zum Teufel? Ich habe ihn noch getroffen. So, ich muss auf Trunks aufpassen, er darf nicht weichen. So, Norio Wakamoto, tut mir natürlich leid. Aber ich muss dir jetzt auf die Phrase geben. Für die Leute, die jetzt natürlich nicht Dings kennen, Dragon Ball Z. Der war gut, ne? Die sind jetzt natürlich verwirrt, weil diese ganzen Charaktere sind, aber die sehen wir noch später. In der Cyborg-Zell-Saga. Nein, das reicht nicht. Dieser Angriff immer noch so stark ist, ne? Ja. Trunks.
Was macht der mit mir? Macht er mich langsamer? Ich habe einen Stiefel, der nach unten zeigt. Weil mich konzentriert irgendwie an, dass ich die falsche Reihenfolge jetzt hier habt. Finde ich nicht gut. Aber kennt ja jeder die Story von Dragon Ball Z, oder? Wenn ich von Dragon Ball oder Dragon Ball GT oder Super, aber von Dragon Ball Z. Hat er schon C17 und C18 erledigt? Okay. Ich meine, der hat schon C17 und C18 erledigt. Er hat auch gesagt, er hat gesagt, er ist gerade wieder zurückgekommen. Dann muss er noch gegen die kämpfen, oder? Ja, stell mal vor, irgendwie ein anderer Son Goku wäre irgendwie in einer Zukunft aufgetaucht und oh. Oder deine Haare färben sich blau. Saiyajins mit blauen Haaren. Der war gut, ne? Kein Ding. So, ich nehme an, jetzt kommt noch der Kampf gegen 17 und 18, ne? Oder vielleicht noch mal gegen Cell. Keine Ahnung. Weiß nicht, was die sich hier ausgedacht haben bei der. Aber warum werde ich jetzt immer wieder hingeportet? Sonst muss ich das immer alles in einen Durchgang machen. Ich wollte das gegenseitig was dagegen ab. Jetzt kann ich mich hier schön aufleveln und so. Bams. So. Ich bin ein durchschnittlicher Kämpfer. Mit Sorgen zu da. Ich habe Zeitkammer. Ja. Man gehen wir mal nicht zur Zeitkammer. Hallo. Gut. Okay. Schon wieder. Die Szene haben wir gerade schon gesehen. Das ist aber neu, oder? Trunks? Nein, böser Trunks, nein. Wie schnell sich die Charaktere mal umdrehen sollen. Okay. Sag mir nicht, ich bin schon wieder draußen. Alter. Wie auf Cutscenes sehr beschränkt. Bist du bald für eine Zeitpatrouille? Ja. So, jetzt müsste ja eigentlich Trunks blutige Rache kommen, ne? Ich glaube, ich bin überlevelt. Oder auch nicht. Ah, ne, jetzt kommt. Okay, wo genau sind wir jetzt?
So. Das sieht aus wie die andere, die normale Zeitlinie. Was? Er hat direkt die perfekte Form erreicht, genau. Na, sieht irgendwie nicht richtig aus. そんな。セル。17号と18号を吸収して一気に完全体に。本当は違うんか。ええ。本来なら17号を吸収してから18号。 Jetzt direkt zur Cyborg-Saga. Alter, ihr müsst mich ein bisschen vorwarnen. なげい、結局吸収するんかい。それはそうなんですけど。セルは 精神と時の部屋を使い、たった1日で強くなった父さんと俺を見て、時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、セルゲームの開催を決めたんです。こんなにすぐ完全体になってしまっては、セルゲームを開催しようとも思わないでしょう。面倒じゃのう。お前さんちょっくら行って姿見せてきたらどうじゃ。あの頃より強くなっとるじゃろうから、 セルもその気になるんじゃないかの。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？え、そうなんでしょうか。あ、ローラ、ビジテージ。そうよ。もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事。今回のサポートはトランクスでいいわよね。 はい。この歴史のことはよく知ってますから、俺に任せてください。そうね。恋愛イベントには超疎いけど、戦いの方は大丈夫よね。そっちはいいじゃないですか。もう。はいはい。じゃ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。Okay, wo landen wir jetzt? Kampf zwischen Piccolo und C17. Oder genau an der Stelle jetzt. Ja, dann gibt es ja immer noch kein C19 oder C20, oder? Aha. Welche Strategie? Cyborg Cell. Ja, 767. Einer der besten Kämpfe der Serie, finde ich. Hi. Ja, er bekommt einfach alle im Porsche, ob ich weiß. Piccolo war ja ehrlich gesagt stärker als Son Goku und Vegeta zu einem Zeitpunkt. Da war schon Hammer. Eigentlich müsste er auch voll locker gegen Cell mithalten können. Oh nee. Ich glaube, ich mache direkt die ganze Cyborg-Saga. Hotel-Saga. Wie bin ich jetzt schon mittendrin? Oh Gott. Aber ich mal spiele bis zu einem Zelt spielen. Und irgendwie macht Sinn, ne? Nein, Piccolo! Bist du so schnell jetzt feigt? Oh mein Gott. Schon 40. Oh Mann. Jetzt kommt der 16 und macht den platt. アメアメ。まさか戦うつもりなのか。それ以外に方法はない。本来、セイト16号は互角の実力。はい、オフ。ここは16号に協力して戦う。
fertig geholfen. Oh mein Gott. Die Story kommt gar nicht mit her. Wieso brauche ich nur so wenig Level? So, warte jetzt. Ich will gerne Pause machen. Ja, wie verwirrt mich hier die Zeitlinie voll? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich komme jetzt wieder zurück, ne? お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を食い止めましたね。うん、しかしこれでめでたしめでたしとはいかんだろう。あの後結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ。ええ。でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。 Okay, danke. Gut, aber ich sagen, ich mache ja einen Schnitt. Ich guck mal, ob beim Parallelquest nach, ob ich irgendwann eine Mission ja bekomme, wo ich Super Saiyan lerne. Also, okay, da mache ich natürlich auch. Da werde ich auch wieder machen. Die hat sich übrigens letztes Mal wiederholt, die oberältesten Mission. Irgendwie wieder die zweite. Muss ich noch 4 Dragon Balls sammeln? Was war das denn? Aber ja, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Story. Wo ist dann so, weiß nicht, gibt es überhaupt semi-perfect Cell in diesem Spiel? Jedenfalls geht es dann entweder da weiter oder wir gehen direkt zu den Cell spielen. Keine Ahnung, je nachdem, wo es weitergeht. So, was passiert eigentlich, wenn ich hier den Tanz mache? Vielleicht dann darunter. Mich denn so aus, als würde ich fliegen. Na, ich höre einfach auf. Verdammt. Gut. Guck mal, jetzt bin ich ja jetzt schon hier, jetzt kann ich auch direkt gucken. Der neue Parallelquest, wenn irgendwo eine Parallelquest ist, wo ich Super Saiyan. Oh, what? Legendärer Super Saiyan. Wahrscheinlich hier erstmal ein paar machen, ne? Kampf 17. So, anscheinend nicht. Wie kriege ich Super Saiyan? OC 17 und Trunks haben fast das gleiche Gesicht. Wie kriege ich Super Saiyan? Diese 5 Minuten Mission könnte ich auch mal machen. Egal, ich werde erstmal hier einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.